Leuca Fortis, das starke Leuk. Die strategisch günstige Lage über dem Rhonetal verlieh dem Städtchen Leuk eine wahre Blütezeit im Mittelalter. Die Gemeinde Leuk gilt als Brückenort zwischen dem Ober- und dem Unterwallis und ist im Herzen des Wallis gelegen. Durch die zentrale Lage entwickelte sich Leuk mehr und mehr zum Verkehrsknotenpunkt der Region. Das mediterrane Klima gehört zu den trockensten der Schweiz, wobei die Sonne mit ihren über 3500 Sonnenstunden die Hauptrolle spielt. Der einzigartige regionale Naturpark Pfinfinge gehört zu den größten Föhrenwäldern in Mitteleuropa. Die Rhone fließt hier noch frei und ungezähmt. Entdecken Sie hier einzigartige Pflanzen und Tierarten, welche Sie sonst nirgends in der Schweiz zu sehen bekommen. Mit der prächtigen Glaskuppel hat sich das Schloss Leuk erst recht zum Wahrzeichen von Leuk entwickelt. Unter der Regie des weltbekannten Stararchitekten Mario Botta wurde der historische Zeitzeuge renoviert und ist zur Schnittstelle von Vergangenheit und Zukunft geworden. Von der römischen Feuerstelle über die gotische St. Stephanskirche bis hin zum Beinhaus mit der 20 Meter langen Schädelwand zeugen viele Bauten von der historischen Vergangenheit Leuks. Doch die Gemeinde Leuk denkt auch an ihre Zukunft. So wurde die Gemeinde als erste Walliser Gemeinde mit dem Label Energiestadt ausgezeichnet. Hoch über dem Rhonetal bereichert das urchige Bergdorf Erschmatt diese geschichtsträchtige Gemeinde. Beim Illgraben handelt es sich um eines der aktivsten Wildbachgerinne der Schweizer Alpen. Dem Betrachter bieten sich artenreiche Auen und eine abwechslungsreiche Heckenlandschaft. Der bhutanesische Hängelaufsteg über den Illgraben symbolisiert einen Brückenschlag zu fremden Kulturen. Von hier aus eröffnen sich zahlreiche Wandermöglichkeiten im fantastischen Pfienwald. Mitten in Leukstadt gedeiht die älteste Rotweinrebe der Schweiz, ein Cornalin. 1798 wurde sie gepflanzt und noch heute gedeiht an ihr der edle Rebensaft. Die Winzervereinigung Vitis Antiqua ist Garant, damit dieser köstliche Wein auch in Zukunft genossen werden kann. Das einmalige Mikroklima und das exakte Bestimmen der Rebsorte auf den jeweiligen Boden ist das Geheimnis der Leuker Spitzenweine. Unzählige Spezialitäten reifen in den Kellern der lokalen Weinbauern heran. Bei einer Degustation lernen Sie die Vielfalt der Weinregion Leuk am besten kennen. Ein Besuch bei einem unserer Weinbauern lohnt sich bestimmt.
Rund um Leuk stehen Ihnen unzählige Sportarten zur Verfügung. Ob Tennis, Reiten, Fußball, Klettern oder eine Mountainbike-Tour. Nehmen Sie sich genügend Zeit. Eine Vielzahl von Campingplätzen bringen Ihnen Gastfreundschaft und Herzlichkeit entgegen. Und für die Golfsportler bietet sich der erste 18-Loch-Golfplatz im Oberwallis im naturnahen Leuker Feld zum Verweilen an. Kulturelle Tradition und spontane Feierlichkeiten sind in Leuk lebendig wie eh und je. Ob Freilichtoperetten, Theater oder Tanzvorstellungen. Vielfältig ist, was die Leuker Kultur auf die Bühne bringt. Das bunte Treiben in der Fasnachtszeit ist in Erschmatt sehr urchig und speziell in dieser Weise. Das Angebot vor Ort, sowohl im Sommer wie im Winter, wird ideal ergänzt von vielen Tourismusorten, die in der Nähe liegen. So wie Grand Montana oder Leuker Bad mit seinem herrlichen Ski- und Wandergebiet und seinen heißen Thermalbädern. Genauso wie Zermatt mit dem weltberühmten Matterhorn. Oder das Saastal mit seinen coolen Gletschern und Viertausendern. Nicht zu vergessen ist der Aletschgletscher, kurz nach Brieg, der längste Gletscher Europas. Und das Langlauf-Eldorado Goms. Kurz gesagt, Sie kommen als Gast und gehen als Freund. Leuk, wo Kultur und Natur Ihre Gastgeber sind.